Liebe Kollegen, meine Damen und Herren, schön, dass Sie da sind. Es ist kurz nach 11 Uhr. Ich würde vorschlagen, wir starten jetzt einfach mit dem Webinar. Dieses Webinar, hierbei handelt es sich um die E-Mail-Archivierung mit DocuWare. Jetzt ist es so, hierfür sind eine Stunde angesetzt, aber wir werden gar nicht eine Stunde brauchen, weil die E-Mail-Archivierung mit DocuWare ist relativ einfach gestaltet, einfach gehalten, damit User auch wirklich sehr einfach und sehr elegant damit klarkommen können. Fangen wir einfach mal an. Als erstes würde ich Ihnen gerne eine Agenda zeigen. Ich würde mich gerne gleich nochmal selber vorstellen. Dann würden wir damit loslegen, was genau die E-Mail-Archivierung bedeutet, welche Möglichkeiten es der E-Mail-Archivierung gibt. Und wir gehen natürlich auch in die Live-Applikation. In der Live-Applikation würde ich Ihnen gerne zeigen, wie sieht denn eine E-Mail-Archivierung auch live aus? Also wenn ich direkt in meinem Mail-System quasi drin bin. Dann gibt es eine kleine Zusammenfassung und dann gibt es nochmal die nächsten Schritte. Also relativ elegant und überschaubar das Ganze. Fangen wir mit dem ersten Schritt an. Mein Name ist Jan Schatz. So oder so ähnlich wie auf dem Bild sehe ich inzwischen aus. Das ist jetzt 4, 5 Jahre her. Ich arbeite direkt für den Hersteller DocuWare. Ich betreue den Bereich mit Ruhrgebiet, den Westen in Deutschland. Der ein oder andere von Ihnen ist sicherlich auch schon mal mit mir in Verbindung gekommen. Das Thema E-Mail-Archivierung. Was ist die E-Mail-Archivierung und welche Möglichkeiten der E-Mail-Archivierung gibt es? Das Thema E-Mail-Archivierung ist ja deswegen hochgekommen, wenn Sie sich entsinnen, weil ja inzwischen ein Großteil der Kommunikation über E-Mail stattfindet. Früher, vor 10 Jahren und noch länger, da war es eben halt häufig so, dass man vieles per Post, per Papierpost erledigt hat. Im Laufe der Zeit ist es aber so gekommen, dass eben halt immer mehr über E-Mails kommuniziert wird und nicht nur das, dass E-Mails auch immer mehr einen gewissen Rechtscharakter bekommen. Rechtscharakter in dem Sinne, der eine oder andere erinnert sich vielleicht von Ihnen, früher gab es die GOBS und es gab die GDPDU, das ist ein Gesetz früher, das ist jetzt in den GOBD aufgegangen. Da war es damals üblich, da hat man damals diese Freigabe erteilt und hat gesagt, eine Rechnung, die man per E-Mail verschickt, hat rein rechtlich den gleichen Charakter, wie wenn man eine Rechnung in Papierform verschickt. Seitdem ist es so, dass immer mehr Unternehmen ihre Ausgangsrechnungen auch per E-Mail verschicken. Das heißt, auf der anderen Seite habe ich jetzt Unternehmen, die diese Rechnung per E-Mail ja auch bekommen. Jetzt müssen diese E-Mails natürlich auch entsprechend aufbewahrt werden. Aber warum müssen die eigentlich aufbewahrt werden? Ich habe mal in Wikipedia nochmal nachgeblättert und Ihnen mal die entsprechenden Stellen mal hier rauskopiert. E-Mail-Archivierung ist eine langfristige, unveränderliche und sichere Aufbewahrung elektronischer Nachrichten. Sie hören schon daraus, dass da geht es um die Revisionssicherheit. Also Sie wissen schon, nicht veränderbar, nicht löschbar, es muss eine gewisse Zeit lang aufbewahrt werden und, und. Grundlage sind gesetzliche Anforderungen für die lückenlose Dokumentation von steuerlich relevanten Dokumenten. Naja, was sind denn steuerlich relevante Dokumente? Steuerlich relevant kann eine E-Mail dann schon sein, wenn ich Ihnen eine E-Mail schicke, die sich auf ein bestimmtes Projekt, auf ein bestimmtes Vorgehen, auf eine bestimmte Rechnung, auf eine bestimmte Zahlungskondition und bezieht. Zurzeit sind Mitarbeiter einer Firma für Inhalt, Absicherung und Verwertung der Daten zuständig. So, damit ist gemeint im Grunde genommen für jemanden, der noch keine E-Mail-Archivierung von DocuWare im Einsatz hat. Auch diese Firmen bekommen ja auch E-Mails, die wichtig sind. So, aber wie gehen die jetzt mit diesen E-Mails um? Wenn ich jetzt Mitarbeiter einer Firma bin und ich habe eine wirklich wichtige E-Mail bekommen, habe ich ja jetzt mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, ich halte die E-Mail für super, super, super wichtig. Also drucke ich sie mir aus, dann loche ich diese E-Mail und dann packe ich sie in die Papierlieferantenakte oder Kundenakte rein. Wenn ich das mache, war das nicht revisionssicher. Weil der Gesetzgeber sagt auch, das, was du digital bekommst, musst du digital aufbewahren, weil ich Betriebsprüfer werde es bei dir auch nur digital prüfen. Das heißt also, Ausdrucken kommt schon mal nicht in Frage. Wenn ich jetzt als Mitarbeiter sage, ich habe eine wichtige E-Mail und ich möchte die E-Mail, sagen wir mal, in einem Netzwerkordner bei uns ablegen, direkt in so einer Projektakte als Beispiel, ohne DocuWare wohlgemerkt, dann könnte ich natürlich per Drag und Drop oder per Copy und Paste Funktion diese E-Mail auch in ein Netzlaufwerk kopieren und dort ablegen. Achtung! Auch dieser Weg wäre aber nicht revisionssicher in dem Falle, weil der Gesetzgeber sagt, die Mail kann gelöscht werden, die kann manipuliert werden, man hat keine Garantie, dass die 10 Jahre Aufbewahrungsdauer eingehalten werden und. Also auch diese Variante funktioniert nicht. Und selbst wenn ich beigehe und sage, ich lasse die E-Mail in meinem Outlook
und pack's aber in einen bestimmten Ordner rein, wo ich jetzt sage, nicht löschen oder irgendwie sowas in dieser Art, auch das würde die Revisionssicherheit nicht einhalten. Die GOBD schreiben Unternehmen vor, dass alle steuerrelevanten Daten in maschinell auswertbarer Form vorzeigbar aufbewahrt werden müssen. So, hier ist der Trick wieder bei maschinell auswertbarer Form. Bedeutet also, ein Ausdruck würde dann hier eh nicht gelten. Ich muss, wenn ich E-Mails aufbewahren will, dann muss ich die schon rechtssicher, revisionssicher aufbewahren und noch dazu elektronisch aufbewahren. Dies trifft auch auf die E-Mails und deren Dateianhänge zu. Weitere Anforderungen ergeben sich aus der Abgabenordnung und dem Handelsgesetzbuch. Sie kennen das doch. Sie bekommen E-Mails, wo nicht nur in der E-Mail selber ein Text drin steht, sondern da gibt es dann auch Anlagen, wo vielleicht ein Vertrag dran hängt, wo vielleicht eine Rechnung dran hängt, ein Lieferschein dran hängt oder andere Vertragsdokumente. So, hier sagt der Gesetzgeber, auch diese Anlagen musst du mit archivieren an der Stelle. Wir unterscheiden bei DocuWare zwei Arten der E-Mail-Archivierung. Die eine Art der E-Mail-Archivierung, die nennen wir eine serverbasierte E-Mail-Archivierung. Die zweite Art der E-Mail-Archivierung, die nennen wir vorgangsbezogene E-Mail-Archivierung. Was ist der Unterschied? Bei der serverbasierten E-Mail-Archivierung passiert jetzt Folgendes. Das System von DocuWare kann sich direkt an Ihren E-Mail-Server andocken. Jede E-Mail, die in Ihr Haus kommt, jede E-Mail, die das Haus verlässt, würde automatisch abgeholt werden. Die Eckdaten der E-Mail würden ausgelesen werden, also Absender, Empfänger, Datum, Betreff, solche Dinge. Und diese E-Mail würde im DocuWare-Archiv abgelegt werden. Diese Art der E-Mail-Archivierung nennt man auch Compliance-E-Mail-Archivierung oder auch rechtssichere E-Mail-Archivierung. In dieser Variante ist es häufig so, dass wirklich jede E-Mail abgelegt wird. Und das würde bedeuten, auch private E-Mails würden abgelegt werden. Heißt also, wenn Sie sich für diese Art der E-Mail-Archivierung interessieren, dann müssen Sie Ihre Mitarbeiter darauf hinweisen, ausdrücklich darauf hinweisen, keine E-Mails über den Firmenaccount zu bekommen oder zu versenden, weil sonst würden diese archiviert werden und im Archiv gelten ja wieder andere Berechtigungen. Wenn ich diese Art der E-Mail-Archivierung betreibe, ist es häufig so, dass nur die IT-Abteilung und nur die Geschäftsführung an die E-Mails rankommt. Weil das müssen Sie sich vorstellen, ist wie der Flugschreiber in einem Flugzeug. Bedeutet im Grunde genommen, in dieses Compliance-E-Mail-Archiv, da dürfen normale Mitarbeiter nicht reingucken. Und in der Regel guckt da auch keiner rein. Und zwar so lange, bis irgendwas passiert. Beispiel, Sie werden verklagt. Beispiel, Mitarbeiter hatte Unfall auf dem Weg zur Arbeit. Beispiel, es gibt Beschwerden, irgendwie ist was passiert. Dann guckt man erst hier rein. Diese Art der E-Mail-Archivierung haben bei mir häufig früher Banken und Versicherungen gemacht. Weil die haben gesagt, es kann ja sein, dass ich verklagt werde. Und weil ich etwas gemacht oder nicht gemacht habe. So, stellen Sie sich folgenden Fall vor. Sagen wir mal, ich bin Kunde von der XY-Bank. Ich schreibe denen eine E-Mail und da schreibe ich rein, verkauft bitte alle meine Apple-Aktien heute noch. So, und die machen das nicht. Jetzt entsteht mir ein finanzieller Schaden. Also könnte ich mich jederzeit an die Bank wenden und sagen, Leute, ich habe euch die E-Mail geschickt, der finanzielle Schaden ist entstanden, ich will Schadenersatz von euch. Jetzt ist die Bank verpflichtet, auf der anderen Seite einen lückenlosen Nachweis darüber zu führen, was reingekommen ist, was rausgegangen ist. Die brauchen also eine Art rechtssichere E-Mail-Archivierung. Diese zweite Art der E-Mail-Archivierung ist eine vorgangsbezogene E-Mail-Archivierung. Das ist im Grunde genommen Arbeiten genauso, wie Sie es heute auch schon machen. Heißt also, ich bin Ihr Mitarbeiter. Ich bekomme 2, 3, 4, 5 neue E-Mails. Und sobald ich diese E-Mails bekommen habe, kann ich entscheiden und sagen, E-Mail 1 ist wichtig, will ich aufbewahren. Ach, warten Sie, wir wechseln mal in den Live-Teil. Im Live-Teil, da kann ich Ihnen das auch live zeigen. Bildschirm übertragen in den Präsentationsteil. So, ich hoffe, Sie sehen jetzt mein System, meine virtuelle Maschine von DocuWare. Wir machen Folgendes. Ich starte Ihnen als erstes mal die DocuWare-Software. In der DocuWare-Software können Sie jetzt sehen, rechts ist der Viewer auf der linken Seite. Da kann ich arbeiten mit dem System von DocuWare. Ich mache mal Folgendes. Ich gehe mal auf die Suche. Dies hier ist so eine typische DocuWare-Suchmaske, so wie Sie es auch kennen. Und hier sind natürlich Begrifflichkeiten, die würden wir für Ihre Bedürfnisse anpassen. Ich lasse mir mal alle Dokumente vom heutigen Tag einfach mal anzeigen, vom 9. Ich habe das Testsystem frisch gestartet, also dürfte er jetzt auch nichts finden. Dementsprechend ist da kein einziges Dokument drin. So, und jetzt wechseln wir mal in mein Outlook rein.
In meinem Outlook habe ich jetzt die Möglichkeit, als Ihr Mitarbeiter vorgangsbezogen E-Mails zu archivieren. Bedeutet also, ich schaue mir jetzt meine E-Mails an und denke mir, also E-Mail Nummer 1 ist nicht so wichtig. E-Mail Nummer 2 halte ich auch nicht sowieso wichtig. Aber E-Mail Nummer 3, das ist ja eine ganz, ganz wichtige E-Mail. Die will ich unbedingt archivieren. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, ich gehe hier oben auf die Dokuvert-Taste. Ihnen ist schon aufgefallen. Wir haben in Outlook, haben wir unser eigenes Add-in drinne. In dem Moment, wo ich jetzt auf die Dokuvert-Taste draufklicke, wird diese E-Mail, auf der ich gerade draufstehe, abgeholt, ins Dokuvert transportiert und mir wird noch so eine Maske eingeblendet. In dieser Maske können Sie jetzt schon sehen, da sind unterschiedliche Felder drinne. Diese Felder, die lassen sich nach jedem Unternehmen, nach unterschiedlichen Bereichen auch unterschiedlich gestalten. Das heißt, bei Ihnen könnte es durchaus sein, dass hier jetzt nicht ein Feld steht wie Projektnummer, sondern bei Ihnen würde stehen Vertragsnummer, Kundennummer, Lieferantennummer, Vorgangsnummer. Da könnte man also die Felder so anpassen, wie Sie es brauchen. Wenn ich diese E-Mail von Firma Flying Tom in meinem Dokuvert-Archiv revisionssicher ablegen will, kann ich das direkt also einem Projekt zuordnen. Möglichkeit 1 ist, ich kenne die Projektnummer auswendig und ich tippe sie jetzt einfach. Das wäre natürlich ein sehr einfacher Weg, den will ich Ihnen nicht zeigen. Möglichkeit 2 ist, ich als Ihr Mitarbeiter, ich denke mir, Mensch, die Projektnummer von Firma Flying Tom, die müsste doch mit DE irgendwas beginnen. Also tippe ich die ersten zwei Buchstaben ein und dann sehe ich schon Vorschläge, die mir das Dokuvert-System macht, welche Projekte es denn sein könnten, die Dokuvert schon kennt. So, wenn ich aber auch diese ersten beiden Buchstaben gar nicht erst habe, da kann ich natürlich auch beigehen und sagen, das System von Dokuvert soll bitte mir Vorschläge machen, welche Projekte, Projektnummern in Frage kommen. Das Schöne ist jetzt, diese Projektnummern, die Sie jetzt hier sehen, die kann Dokuvert aus anderen bestehenden Systemen auslesen. Also ich habe viele Kunden, die beigehen und sagen, wir haben ein Warenwirtschaftssystem, ein ERP-System, ein CRM-System und da stehen ja alle Projektnummern, alle Kundennummern, alle Lieferantennummern drin. Heißt also, das System von Dokuvert kann in diese andere Applikation reinspringen. Wenn die Datenbank basiert ist, können wir die entsprechenden Datenbankfelder auslesen und das, was wir ausgelesen haben, können wir hier an dieser Stelle einblenden. In dem Moment, wo ich die Projektnummer jetzt eingetragen habe und auf Ablegen klicke, passiert jetzt Folgendes. Die E-Mail wird ins Archiv transportiert. Sie können schon unten rechts bei mir im Bildschirm sehen, dass ich eine Bestätigung bekomme, dass die E-Mail archiviert wurde. In die E-Mail ist jetzt so ein blauer Balken eingetragen worden und in meiner Übersicht hier in der Bildschirmmitte, da sehe ich auch noch so einen blauen Fleck. Also ist diese E-Mail jetzt schon mal im Dokuvert-Archiv drinne. Jetzt ist es so, jetzt müssen Sie auch dran denken, hier geht es auch um Berechtigung. Denn an meinem Outlook ist es so, dass nur ich an meine E-Mails komme, sonst kein anderer. Aber in dem Moment, wo ich oben auf die Dokuvert-Taste klicke und sage, diese E-Mail archivieren, wandert die E-Mail ins Archiv und jetzt gelten natürlich die Berechtigungen, die man im Archiv hinterlegt hat. Bedeutet also, die archivierte E-Mail wird jetzt auch von meinem Projektleiter gesehen, von meinem Team gesehen, von meinem Geschäftsführer gesehen, ist ja aber auch eine geschäftsrelevante E-Mail, ist ja auch absolut sinnvoll, die Berechtigung im Dokuvert-Archiv dann nochmal anders zu setzen, damit man natürlich auch zusammenarbeiten kann. Das, was ich Ihnen jetzt gezeigt habe, dass man mit einem einzigen Klick eine E-Mail archivieren kann, ist eine Möglichkeit. Aber ich habe auch viele Unternehmen, die gehen bei und sagen, Mensch, wir arbeiten ganz anders. Schauen Sie mal bitte auf meine linke Seite hier in meinem Outlook. Hier sehen Sie, ich habe mir selber Ordner angelegt. Ordner und Unterordner angelegt. Hierbei gibt es zwei Ordner. Einmal hier die Firma Crazy Wheels und einmal hier die Firma Eurox. Das sind geschäftliche E-Mails, die ich dort ablegen kann. Aber Sie sehen, es gibt auch noch so eine private Geschichte. Ich kann also auch E-Mails in so einen Privatordner reinziehen. Naja, schauen wir uns doch mal an, was da passiert. Jetzt schauen wir mal, machen wir mal Folgendes. Wir klicken mal auf diese erste E-Mail. Bei der ersten E-Mail können Sie schon in der E-Mail-Adresse sehen, das ist ein Mitarbeiter von Firma Crazy Wheels. Jetzt kann ich also diese E-Mail anfassen, per Drag und Drop rüberziehen auf den Ordner Crazy Wheels und loslassen. Das, was passiert nach dem Loslassen, Sie sehen schon unten rechts, die E-Mail ist schon archiviert worden. Das heißt also, Dokuvert blendet mir jetzt gar keine Maske mehr ein, wo er mich fragt und sagt, Mensch, welcher Firma willst du das denn zuordnen? Sondern ich habe es in diesen Firmenordner direkt reingezogen und dementsprechend hat Dokuvert das der Firma schon direkt zugeordnet. Einer Firma, einem Vertrag, einem Mitarbeiter, einem Kunden, einem Lieferanten, das kann man einstellen. Bei der nächsten E-Mail, da schaue ich mir mal an, das ist die Firma Eurox, wie ich sehen kann. Da kann ich auch wieder die E-Mail anfassen und einfach mal den Ordner von Eurox reinziehen. In dem Moment, wo ich loslasse, zack, ist die E-Mail wieder archiviert.
Also, wenn Sie mich jetzt fragen würden und sagen würden, wie kompliziert ist denn die E-Mail-Archivierung in DokuWare? Naja, es ist halt ein Klick. Entweder ein Klick oben in der Leiste oder es ist ein Klick mit Drag und Drop, dass ich es auf den richtigen Ordner ziehe. Übrigens, wenn ich jetzt mal eine andere E-Mail nehme, nehmen wir mal hier die E-Mail von dem Patrick Summer und die nehme ich jetzt und die ziehe ich jetzt mal in einen privaten Ordner rein und lass jetzt los. Merken Sie es? Da passiert jetzt gar nichts. Das heißt also, diese E-Mail wird jetzt nicht ins DokuWare transportiert. Bedeutet also, wenn ich jetzt hier auch reingehe in den Privatordner, dann sehe ich die E-Mail. In der E-Mail ist auch gar kein blauer Balken drin. Der Grund ist der, dass wir in DokuWare genau einstellen können, welche Ordner überwacht werden sollen und welche Ordner nicht überwacht werden sollen. Dadurch kann ich natürlich auch sicherstellen, dass eben halt die geschäftlichen E-Mails im Archiv an der richtigen Stelle landen. Und falls ich doch eine private E-Mail haben sollte, die ich aufbewahren will, kann ich die auch in meinem Outlook aufbewahren, ohne dass sie aber im Hintergrund archiviert wird. Übrigens, nur um es anzudeuten, wenn Sie wissen wollen, wie man diese Ordnerüberwachung ein- und ausschalten kann, ich stehe ja gerade auf diesem Ordner, ich klicke mal jetzt auf meine rechte Maustaste, jetzt können Sie schon sehen, hier gibt es diesen Punkt, mit DokuWare überwachen. Das heißt, wir haben das schon so benutzerfreundlich gestaltet, dass Ihre Mitarbeiter aus den verschiedenen Abteilungen auch selber bestimmen können, welche Ordner überwacht werden sollen und welche Ordner nicht überwacht werden sollen. So, jetzt muss ich gucken, dass ich nochmal den anderen Bildschirm übertrage. Jawohl, ich glaube, das hat geklappt. Jetzt haben wir gelernt, es gibt also zwei Arten der E-Mail-Archivierung. Das eine ist die serverbasierte, läuft im Hintergrund, Mitarbeiter kriegen nichts davon mit. Alle E-Mails, die reinkommen, die rausgehen, werden von DokuWare abgeholt, werden in einem speziellen Archiv abgelegt, nennt sich Compliance-Archiv und in diesem Archiv befinden sich ausschließlich und nur diese E-Mails und nichts anderes drin. Die zweite Art der E-Mail-Archivierung, das ist diese E-Mail-Archivierung, die ist vorgangsbasiert. Da kann ich beigehen und die E-Mails direkt beim Vorgang ablegen. Also bei einem Vertrag, bei einer Kundennummer, bei einem Lieferanten, bei einem Mitarbeiter und so weiter und so fort. Hätte natürlich auch die Eleganz, wenn ich später die Mitarbeiterakte öffne, sehe ich auch die passenden E-Mails drin. Wenn ich die Projektakte öffne, habe ich die passenden E-Mails drin und so weiter und so fort. Ach, wie schön. Live-Demo der vorgangsbasierten E-Mail-Archivierung. Gut, das haben wir gerade gehabt. Gehen wir in die Zusammenfassung. In der Zusammenfassung können wir jetzt also zusammenfassen und sagen, DokuWare kann E-Mail-Postfächer überwachen. Ob DokuWare jetzt den gesamten Posteingang überwacht oder einzelne E-Mail-Postfächer, das lässt sich einstellen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben viele Firmen, die gehen bei und sagen, ich erstelle mir mal eine E-Mail-Adresse, zum Beispiel rechnung@mustermann-gmbh.de. So, jetzt müsste in dieses Postfach von Ihnen niemand mehr reingucken. Ich kann DokuWare einstellen, dass DokuWare dieses Postfach überwacht und in dem Moment, wo hier eine E-Mail mit einer PDF, sprich mit einer Rechnung, eintrifft, würde DokuWare diese E-Mail abholen mit der Rechnung dran. Üblicherweise macht DokuWare jetzt Folgendes. Der E-Mail-Body, der wird als letzte Seite drangehängt. Die Rechnung wird nach vorne geholt, wird schon mal ins DokuWare transportiert. In DokuWare haben wir ja auch noch unser Intelligent Indexing. Das kann jetzt beigehen und aus der Rechnung schon mal die Felder auslesen. Zum Beispiel Rechnungsnummer, Kundennummer, Lieferantennummer, Rechnungsbetrag und so weiter und so fort. Falls eine Bestellung bei Ihnen im Hintergrund schon liegen sollte, können wir jetzt die Intelligenz noch weiter treiben und sagen, DokuWare soll doch mal die Rechnung gegen die Bestellung, gegen einige Felder der Bestellung schon mal abgleichen. So, jetzt gibt es einige Kunden von uns, die sagen, wenn zwischen der Rechnung und der Bestellung es keine Abweichung gibt und der Wareneingangsschein auch schon da gewesen ist, dann soll doch DokuWare bitte gleich schon mal einen Kontierungsvorschlag machen für diese Rechnung und das direkt der FIBU vorlegen. Dann guckt sich die FIBU das an und per Tastenklick können die das dann direkt in das FIBU-System reinschießen, was hinten dran hängt. Ob das jetzt ein Dativ ist, ob das jetzt ein Sage ist, ob das jetzt im Hintergrund ein Diamant ist oder ein SAP, eine Navision, eine Axapta, ist völlig egal. Das können wir dann entsprechend in die FIBU reinpacken, ohne dass man das in der FIBU noch ein weiteres Mal erfassen muss. Okay, so viel dazu. Um die Compliance-Anforderung zu erfüllen, ist es möglich, alle eingehenden und ausgehenden E-Mails vollautomatisch zu archivieren? Hatten wir darüber gesprochen, aber viel cooler ist in der Praxis draußen tatsächlich, dass man beigehen kann und sagen kann, ich möchte meine E-Mails immer passend auch zu den Vorgängen ablegen, sodass wenn ich später eine Projektakte, eine Kundenakte oder eine Rechnung öffne, dass ich auch die passenden E-Mails dann auch gleich mit dazu sehe.
So, das Besondere ist jetzt übrigens, Sie müssen sich als Kunde gar nicht entscheiden, wollen Sie die vorgangsbezogene E-Mail-Archivierung oder wollen Sie lieber die serverbasierte E-Mail-Archivierung, sondern Sie sehen es hier an dem letzten Punkt, es lässt sich beides auch kombinieren. Man kann als Unternehmen jederzeit beigehen und sagen, ich möchte auf der einen Seite, dass Docuware im Hintergrund alle ein- und ausgehenden E-Mails abholt und mir rechtssicher schon mal weglegt. Und zusätzlich möchte ich bitte, dass meine Mitarbeiter ihre Mails aus Outlook heraus immer vorgangsbezogen den entsprechenden Vorgängen zuordnen können. Nochmal ein Tipp aus der Praxis von meiner Seite. Das, was ich bei anderen Kunden noch erlebe, ist, die kombinieren häufig auch die Regeln aus Outlook mit den Regeln von Docuware gemeinsam. Die kombinieren das Ganze. Die gehen zum Beispiel bei und sagen, meine Mitarbeiter haben nur noch eine Postfachgröße von 50 Megabyte. Ich betone Megabyte. Und die Mitarbeiter werden aufgrund dessen gezwungen, die müssen alle E-Mails archivieren. Oder zweite Variante, ich kann in Outlook beigehen und sagen, alle E-Mails, die älter sind als 7 Tage, als 10 Tage, als 14 Tage, sollen bitte automatisch in ein Outlook-Archivordner verschoben werden und von dort holt sich die Docuware ab und archiviert die, ich sage jetzt mal, zwangsweise im Docuware-System, sodass diese E-Mails dann eben halt auf jeden Fall in Docuware dann drin liegen. Mit solchen Tricks kann man natürlich auch sehr schön arbeiten. So, was sind Ihre nächsten Schritte? Ihre nächsten Schritte sollten sein, wenn Ihnen das gefallen hat mit der E-Mail-Archivierung, wenn Sie verstanden haben, dass wir diese 2 Arten der E-Mail-Archivierung haben und innerlich für Sie schon entschieden haben, welche für Sie die richtige ist oder die Kombination vielleicht für Sie die richtige ist, dann bitte kontaktieren Sie das Partnerunternehmen, von dem Sie Docuware erworben haben und sprechen Sie das Partnerunternehmen auf das Thema E-Mail-Archivierung direkt an, so dass die Ihnen nochmal die Unterschiede erläutern können, dass die Ihnen das auch einrichten können, dass Sie damit arbeiten können. Wenn Sie das gerne einmal testweise machen möchten, sprechen Sie auch in dem Fall das Partnerunternehmen an. Selbstverständlich stellen wir Ihnen auch gerne Testlizenzen zur Verfügung, damit Sie testweise einfach mal mit dem Modul arbeiten können und sich selber davon überzeugen können, dass das alles perfekt und einwandfrei funktioniert. Wenn der Test abgelaufen ist, können Sie immer noch entscheiden, wollen Sie das Modul behalten oder wollen Sie es nicht behalten. Meine persönliche Empfehlung übrigens ist auch, bestellen Sie auch Ihnen und Ihren Mitarbeitern zusätzliche Docuware-User-Lizenzen, denn gerade jetzt in Zeiten von Corona wird es ja einmal mehr wichtiger, dass man auch von zu Hause jederzeit arbeiten kann und mit Docuware ist man dafür natürlich perfekt gerüstet. Denn am Ende ist es so, wenn einmal die Post gescannt ist, wenn die Rechnungen digital reingekommen sind, ob der Mitarbeiter in der Firma arbeitet, am anderen Standort arbeitet, vom Homeoffice aus arbeitet oder vom unterwegs aus arbeitet, das sind Dinge, die bietet Docuware System ja definitiv an. Sprechen Sie bitte Ihren Partner, das Partnerunternehmen an, das bei Ihnen Docuware installiert hat, dass Sie weitere User-Lizenzen brauchen, damit auch mehr Mitarbeiter von Ihnen vom Homeoffice aus arbeiten können. So. Ich hoffe, ich war nicht zu schnell. Ich hoffe, der Inhalt war gut verständlich für Sie. Wenn Fragen sein sollten, kommen Sie nochmal gerne auf mich zu oder an Docuware oder an das Partnerunternehmen, so dass wir dann gemeinsam auch nochmal darüber reden können. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Das war es von meiner Seite. Dann freue ich mich, wenn Ihre Kollegen übrigens dieses Webinar auch nochmal sehen sollten. Nächste Woche, am Donnerstag, halte ich dieses gleiche Webinar ein zweites Mal. Dann können wir nochmal über das Thema dann sprechen. Dankeschön, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und bleiben Sie gesund.